Can't see why I'd want to do that here. Ich liebe Sonntage. Sonntagnachmittage, schön regnerisch. Kalt draußen, kein Grund rauszugehen. Aber ein Grund zu daddeln. Lecker Kaffee dampft vor meiner Nase. Und wir spielen Path of Exile. Mal wieder, denn es war schon eine Weile her. Ich glaube eine Woche mindestens. Viktor Vran hat viel Aufmerksamkeit im ARPG. Gegängel der Nerd Universe Dimensionalitäten erfordert und trotz des Kauderwelsch, den ich hier gerade von mir gebe, birgt es eine gewisse Wahrheit. Die andere Wahrheit ist aber, Viktor Vran spielt sie so anders als Path of Exile und Path of Exile spielt schon wieder so anders als Diablo, dass man die locker parallel spielen kann. Das ist überhaupt nicht störend, also mich persönlich stört es, wenn ich jetzt irgendwie, was ich spiele jetzt ein Beat'em'up, dann spiele ich ein Beat'em'up. Also ich spiele jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Tekken und Mortal Kombat in der gleichen Zeitphase, in der ich gerade eben das eine oder andere spiele. Ich spiele auch nicht Elite Dangerous und spiele noch parallel Starship Citizen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das geht aber bei Path of Exile und Viktor Vran sehr gut. Und ich kann euch nur empfehlen, Spiel zu spielen, mal. Vor allem Path of Exile ist Free-to-Play, das heißt, ihr verliert ja nichts. Denn man sieht das nicht. Wenn man das sieht, denkt man, hier sieht Path of Exile sieht noch krasser aus als Diablo. Viktor Vran weniger. Aber hier vom HUD und allem sieht es fast 1 zu 1 aus wie Diablo, bis auf die 1977er Karte hier. Und wenn man es aber spielt, merkt man, es spielt sich anders. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass aktuell ist ja der Nekromant draußen in Diablo. Jetzt schon seit ein paar Wochen, aber trotzdem. Und ich spiele nicht Diablo, ich spiele Path of Exile und Viktor Vran. Das ist schon, das bedeutet schon viel, weil ich bin mit Diablo groß geworden. Hab alle Teile gespielt, den dritten natürlich auch bis zum Vergasen gedaddelt. Und ich liebe es immer noch. Ich bin ein Blizzard-Fanboy, eindeutig, aber... Ja, aktuell reizt es mich nicht. Viktor Vran und Path of Exile füllen mein ARPG Mushu. Ist komplett auf Maximum. So. Die gute Navali hat für uns Prophezeiungen. Ich meine, ich habe einen Prophezeiungsstein oder irgendwas jetzt mal vor kurzem bekommen, oder nicht? Machen wir mal Seek Prophecy. Hier. They run, ja. They bite, they flee, they die. Swarms of fur and teeth and tail drown each and every room. Hammergeil. Und es ist halt auch fett einfach, dass eigentlich alles audiolokalisiert ist. Das ist auch ein Free-to-Play. Audiolokalisation ist teuer. Gute ist recht teuer. Okay. Plague of Rats. Rattenplage. Wir werden eine Reihe von Kammern finden, die mit den Ratten überflutet sind. Ah, kann nur im normalen Schwierigkeitsgrad gemacht werden. Wir sind noch im Hardcore, immer noch. Genauso wie Viktor Vran. Rama und Viktor Vran, die treffen sich immer, wenn wir fertig gezockt haben und chillen zusammen, irgendwo im Café, essen ein paar Kekse. So, können wir verkaufen. Ist das mal der typische Reorganisiere-Dich-Fu? Das machen wir mal. Perpetual Large Life Flask. Naja, die ist nicht. Die bringt mir nichts. Ich verkaufe sie auch. Brauche ich auch nicht. So. Ja, verkaufen wir auch. Going. So, was haben wir zu erledigen? Shout to the Broken Bridge, genau. Kurz mal das Kärtchen aufrufen. Die Quest hier, Deal with the Bandits. Da haben wir an verschiedenen Gebieten Banditen. The Way Forward hier, Open the Blood Pass. Das ist Teil der Hauptstory. Und The Great White Beast, Quest complete, das habe ich schon, genau, bin rewarded by Yina, also das ist schon erledigt. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir begeben uns jetzt in den östlichen Teil des Gebietes, in dem wir jetzt uns befinden, im Akt 2. Und ich war noch gar nicht dort. Wir sind da jetzt im letzten Video sind wir hier angekommen. Und ich will ja unbedingt noch Reputation Level 3 erreichen bei einem der Master, damit ich dann... meine eigene Zuflucht bekomme. Oder mein Housing. Ich weiß es nicht, was es ist. Ein Zuflucht oder ein Housing. Kurz nochmal Skills check, damit ich wieder drin bin. Chaos-Schaden, genau. Genau. Ist klar. Passt. Wissen wir. Passt. Passt.
Passt. Passt. Ja, passt. Immer kurze Reorganisation. Ein paar Kämpfer, man ist wieder drin. Ich feiere Path of Exile. Das ist einfach ein geiles Spiel. Und ja, in anderthalb, knapp zwei Wochen kommt ja dann Fall of Orieth. Ein großes Update, Inhaltsupdate für Path of Exile. Wird, soweit ich das verstanden habe, überwiegend erstmal die Endlevel-Leute befriedigen, aber auch einige inhaltliche Neuerungen mit sich bringen, Unoptimierungen, Hotfixes, Performance-Patch und so weiter. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mir auch anschauen, just for fun, weil das Spiel eh Spaß macht und ich es auch eine Weile noch zocken werde. Das ist einfach gut. Es ist vor allem auch ein tolles Gelegenheitsspiel, also ich finde mich da mal relativ schnell rein. Klar, ich muss mich eine kurze Zeit reorganisieren. Ich schaue aber immer auch, gerade bei solchen Spielen, dass ich einen Großteil meines Inventars schon aufgeräumt habe, schon das equipped habe, was ich equippen möchte, damit ich einfach, falls ich dann mal längere Pause mache, einfach nicht noch groß irgendwie verwalten muss und dann nochmal klarkommen muss in der Theorie, einfach um zu checken, okay, was habe ich jetzt gerade, was habe ich bekommen, was habe ich im Inventar, muss ich noch irgendwas austauschen oder nicht, muss ich mir irgendwas lagern, muss ich irgendwas verkaufen, jetzt bis auf die ein, zwei Dinge, die ich da verkaufen musste gerade, ja, war das jetzt nicht wirklich irgendwie aufwendig. Und dann könnt ihr euch einfach drum kümmern und einfach zocken. Das reicht, da kommt ein Champion. Ein bisschen aufgelevelt, Level up. Grindcrusher, oh, das sieht mir böse aus. Ich will noch eine Weile im Hardcore-Modus bleiben, deswegen gebe ich mein Bestes. Lauf mal meine Falle, mein Freund. So, Teleport. Tschüss. Aber zieh nicht die Aggro. Was ist los? Ich glaube, es ist fast schon effektiver, wenn ich das gleich am Anfang mache, gerade bei so einem Champion. Falls die überhaupt darauf reinfallen und nicht dagegen irgendwie immun sind und resisten. So. Level up. Ja, aber was war das für ein Level up? Skillpunkte hat es nicht betroffen. Ich habe zwei Refund Points. Ich könnte passive Skillungen zurücksetzen, die ich gemacht habe. Aber das war's auch. Okay. Warum sind wir jetzt eigentlich hier? Muss ich gleich mal gucken und dann muss ich auch eine Leakstone noch sockeln. Ich glaube, da ist keiner drin. Doch, da sind wir. Hier sind zwei Stück. Next area will contain tormented spirit. Okay, und slaying la la attracted ones from beyond this realm. Okay. Ist das auch so hier? Ja, ist es. Na, man muss die Karte aufrufen, dann sieht man diese Information, die Zusatzinfo. Haben sie klug gemacht, weil es würde nerven, wenn das die ganze Zeit angezeigt wird oder man das immer wieder ein- und ausschalten kann. Die Karte ist immer nur temporärer Art. Von daher passt das. So. Lass mal die nervigen Affen erledigen. Haben wir hier irgendwas? Hier haben wir nichts, aber wir haben hier The Den. Und da bewege ich mich hin, denn zumindest versuche ich es zu finden, weil gerade in solchen Dungeons, nenne ich es mal, sind immer unterirdische Sachen bisher, ist es so, dass eigentlich so gut wie immer ein Master da steht, bei dem wir dann eben unseren Reputation Level steigern können, indem wir halt die Quest für den vor Ort erledigen. Und es gibt zwei Master, bei denen ich jetzt im Reputation Level auf Level 2 bin. Das heißt, auf kurz oder lang werde ich jetzt bei einem von diesen beiden auf Level 3 kommen. Und dann will ich gucken, wie ich an die Zuflucht dann komme. Oder das Housing, was auch immer es ist. Es ist aber irgendwas Persönliches, ein eigenes Ding. Also entweder eine eigene Zuflucht oder ein eigenes Housing. Da habe ich natürlich Bock drauf. Auch einmal mal zu sehen, wie sieht das aus? Wie wurde das hier umgesetzt? Und was kann ich dort machen? Außer zu entspannen mit Victor Vran. C'est la question. Ah, Englisch-Französischer Mischmasch, das ist noch schlimmer als Denglisch, wobei ich damit kein Problem habe, da ich ja auch zweisprachig aufgewachsen bin. Das ist das für mich natürlich. Aber ich hatte schon gerade am Anfang, als ich Gameplays gemacht hatte, einen Kommentator mindestens, also einer, der kommentiert hat,
ein Zuschauer, der sich darüber beschwert hat, ich soll doch komplett Deutsch reden, das ist denn klasse. Und denn das würde erwachsener klingen und so. Ja, das ist mir scheißegal. Ich bin erwachsen, aber ich bin auch ein Nerd und ein Geek und ich bin ein Cyberkind, ich bin ein Webkind. Und das ist Standard. Und gerade im, was soll ich machen? Soll ich jedes Mal ein Game als Spiel bezeichnen und jedes Mal einen Dot als, wie soll ich das denn bezeichnen? Ein Dot. Ein Schaden über Zeit. Gut, das geht noch. Verdammt, das sind schlechte Beispiele. Ja, aber er hat sich, glaube ich, am meisten daran aufgehängt, dass ich halt eben oft halt sage, nice und so. Das ist halt so. Das stört halt manche, aber ich finde es schlimmer, wenn jemand sagt tschö oder tschö mit ö oder tschü oder sowas. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Noch schlimmer ist, wenn jemand sagt das E-Mail statt das E-Mail. Statt die E-Mail. Wobei der Duden sagt, du kannst beides verwenden. Ist mir egal, ich übersetze es in die elektronische Post. Dann sieht man, dass der Artikel weiblich ist. Aber gut. Das sind alles Kleinigkeiten und wir passen uns hier nicht an im Nerd Universe oder ich. Warum denn? Wir erfüllen natürlich Forderungen. Ich erfülle Forderungen zu spielen oder mal Zeit und mal das. Wünsche, ja. Aber alles, was die Persönlichkeit ausmacht, warum soll man sich verbiegen? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Menschen verbiegen. Wir tun das jeden Tag. Oftmals unbewusst, hat ja auch einen gewissen evolutionären Ursprung, dass wir das tun, aber ist bis zu einem oberflächlichen Grad so, ja? Sei es die Unterschiede, wie ihr seid, euch verhaltet und redet, wenn ihr bei der Arbeit seid, vielleicht bei irgendeinem Treffen mit irgendwelchen Behörden oder eben sich eure Großeltern besucht oder sowas. Das sind natürlich Unterschiede in der Art und Weise, wie ihr redet. Aber von eurem Verhalten und ich sag mal, von dem, wie ihr grundlegend einfach drauf seid, verstellt euch nicht. Also, wenn euch Leute mögen, nur weil ihr euch verstellt, was habt ihr damit gewonnen? Gar nichts. Und ich glaube, es ist auch auf Dauer anstrengend für die Psyche, wenn ihr euch verstellt. Also, wenn ihr etwas jünger seid und noch nicht so viel Erfahrung auf dem Buckel habt, wie ich zum Beispiel, was nicht das Nonplusultra ist für die Weisheit, die mit Löffeln gefressen wurde, trotzdem, hört auf einen guten Via Kirito, verstellt euch nicht. Auch wenn das bedeutet, dass euch vielleicht manche Leute nicht mögen, es ist wichtiger, dass ihr seid und nicht das seid, was andere von euch erwarten, dass ihr seid. Nur das führt zum Glück. Es ist nicht das Trumpsche Geld oder der Materialismus in dem Sinne, der euch glücklich macht. Natürlich bis zu einem gewissen Grad macht das glücklich. Aber viel wichtiger ist es einfach, wie ihr mit euch zufrieden seid. Und wenn ihr jeden Tag eine Maske aufsetzt und stellenweise gibt es Menschen, die lächeln euch ins Gesicht und stecken euch einen Dolch in den Arsch und brennen euer Haus nieder und lachen. Solche Menschen werdet ihr immer wieder begegnen oder manipulieren euch oder eure Umgebung. Das geht nicht gut auf Dauer und die haben auch auf Dauer kein gutes Leben. Also da habe ich ja immer Mitleid mit. Deswegen verstellt euch nicht. Ganz wichtig, seid ihr selbst. Ja. Und ich habe hier keinen kommerziellen Anspruch. Das muss ich immer wieder wiederholen. Und von daher gibt es sowieso keinen Grund, mich irgendwie an irgendwas anzupassen. Oder irgendwelche Dinge nachzumachen, die irgendwelche großen, erfolgreichen YouTuber machen. Das ist überhaupt kein Neid oder dergleichen. Ich gönne das den Leuten, warum auch nicht. Aber mir ist das scheißegal. Ich zocke einfach, ich bin Gamer. Ich mache das schon immer, seit eh und je, ich zocke. Und ich bin froh einfach um die paar Leute, die immer wieder mal reinschauen. Und einfach mit mir so die Erlebnisse teilen oder sich auch austauschen, in die Livestreams kommen. Das ist einfach für mich befriedigend und nicht im Sinne, dass es mein Ego streichelt, sondern ich finde es insofern befriedigend, weil es einfach schön ist, dass wir heutzutage einfach solche Möglichkeiten haben, einfach des Austauschs. Und man weiß ja, Statistiken zeigen, dass immer weniger junge Menschen vor allem noch Fernsehen gucken. Die meiste Zeit verbringen sie im Web und schauen auch viel YouTube und Twitch und Vimeo und Co. Kann ich verstehen, mache ich auch. Ja, also das meiste, wo ich Fernsehen auf mein TV benutze, ist, wenn ich Netflix gucke. Oder vielleicht Amazon Prime, wenn mal was Gescheites drin ist. Das war es eigentlich. Ja, größtenteils
Alles im Web. Wir haben im Web haben wir alles, was wir brauchen. So, welche Richtung skillen wir? Survivalist. Können wir endlich freischalten. 24% increased evasion rating. Kaufen wir. Bam. Dann nehmen wir den noch und danach muss ich mir überlegen, welche Richtung es weitergeht. So, Deli. Genug des Vortrages. So, ah, Plague of Rats. Also, Mama, er sagt im Normal Mode. Ich bin nicht im Normal Mode. Ah, noch Normal Difficulty meinen die damit. Okay, mal, ich bin auch im Hardcore Legacy. In der Hardcore Legacy League. Aber das ist was anderes als der Normal Mode. Der Normal Mode ist einfach der Schwierigkeitsgrad. Und da bin ich natürlich drin. Mache ich immer. Wenn ich ein Spiel noch gar nicht kenne, starte ich im Normal Mode. Das hat zwei Gründe. Zum einen kriege ich dann erstmal mit und kriege ein Gefühl dafür, wie sieht es denn aus, das Spiel vom Schwierigkeitsgrad. Also wie sieht der Standard-Schwierigkeitsgrad eines Spiels aus, das ich gerade spiele. Und vor allem hat es noch den Charme, ach du Scheiße, den Charme, dass man halt eben, wenn man das Spiel dann mal durch hat, und das ist zwar ziemlich geil, hat man nochmal irgendwie was, was man spielen kann, wo man sagen kann, ey geil, jetzt kann ich es noch im höchsten Schwierigkeitsgrad-Modus spielen oder im nächsthöheren spielen. Da hat man noch was von. Alter! Ich muss da weg. Da geht was. Alter Schwede, der hat mir richtig ausgeteilt. Ja, das schon, aber wir brauchen das Zeug. Wir sind jung und brauchen das Geld. Wir sind jung. Was ist das? Ah, das ist das Messer. Messer. So. Caustic Arrow. Den habe ich auch schon noch nicht. Genau, Caustic Cloud. Nur darauf achten, nicht, dass es die Skills noch in verschiedenen Variationen gibt. Das, der Caustic Arrow ist der hier. 2257. Und hier. Ja, sieht man nicht. Aber die ist für, ich muss das anderweitig vergleichen. Wo ist denn der drin? Ich vermute aber, dass sie gleich sind. Naja, das ist ja auch hochgelevelt. Was überlege ich da überhaupt groß? Macht ja überhaupt keinen Sinn. So, discover a plague of rats. Ich glaube einfach, dass einfach die Ratten jetzt einfach on top noch mit zu den normalen Gegnern hier einfach mit am Start sind. So, wir porten uns jetzt mal zurück in die Stadt. Dann verkaufe ich den ganzen Kram. Ist schade, dass es hier keinen Deckard Kane gibt. Aber so quasi importiert. Ausgeliehen von der Zeitarbeitsfirma aus Diablo hier in Path of Exile. Wiederbelebt und hier portiert. Zur Identifikation. Aber ich habe genug zum Identifizieren. Ich identifiziere mittlerweile aber nur noch Sachen, wo ich sage, okay, falls die irgendwas sind, kann ich sie auch überhaupt tragen, weil es bringt mir nichts, den Stonehammer jetzt zu identifizieren. Klar, ich kriege stellenweise ein bisschen mehr Mats, aber ich habe das Gefühl, dass sich das nicht lohnt. Die Identifikationsschriftrollen sind meiner Meinung nach wertvoller als die paar Mats mehr, die ich rauskriege. So. Da ist Evasion Rating hier 76. Auf dem, was ich gerade trage. Kann man verkaufen. Und 39 Decks auch noch. Ah ne, das ist die Voraussetzung. Und bei dem, ja, gar keine Frage, können wir direkt alle verkaufen. Ich bring gar keinen Ärger an. So unfreundlich. So. Zack, 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 zack. Platz machen. Steinchen, die haben wir hier. So. Okay, das wäre erledigt. Dann gehen wir zurück in The Den. Und ich beende das Video an dieser Stelle. Im nächsten Video geht es in The Den weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, Kommentar da. Subt mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr mich nicht subben wollt, macht nichts. Schaut einfach immer wieder vorbei. Es gibt auch immer wieder Livestreams und dergleichen. Und ich denke, das kann immer wieder auch unterhaltsam sein. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist halt einfach die Spontanität, die wir auch finden. Und wenn ihr im Livestream dabei seid, dann macht es mir immer großen Spaß, auch mit euch zu interagieren, mit euch zu texten, über alles Mögliche. Und ich danke euch fürs Reinschalten. See you next time.